Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution 2. Wir werden heute endlich mal im Sandbox-Modus spielen. Das heißt, ohne Geldbegrenzung, ohne Zeitbegrenzung, ganz gemütlich mal einen schönen Park bauen. Und ich habe mir diese wunderschöne Karte ausgesucht. Das ist UK, also United Kingdom. Finde ich richtig cool, die Karte. Hat eine tolle Hintergrunddeko. So mit dem Meer im Hintergrund, hier so ein bisschen Strand. Und dann dieses ganze schöne grüne Land. Gefällt mir richtig gut. Die ist auch nicht so groß, was ich auch echt gut finde für den Anfang. Weil ich möchte beim ersten Parkbauprojekt nicht direkt so einen riesigen, komplizierten Park bauen, sondern einfach was Simples und ein bisschen ausprobieren. Dafür ist die, denke ich mal, perfekt geeignet. Die hat so drei größere Bereiche, die wir damit bauen können. Und ja, so viel Platz ist es nicht. Und ich muss mir jetzt erstmal einen Ort suchen, wo ich gleich anfangen möchte. Und mal ganz kurz die Zeit einstellen. Weil wir wollen natürlich bei Tag spielen. Anfangen möchte ich wahrscheinlich hier oder hier. Da bin ich mir noch unsicher. Ich finde diese Ecke eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Hier mit diesen Klippen und ein bisschen Wasser. Da kann man bestimmt was draus machen. Muss mal eben gucken, ob man hier diesen Eingangsbereich noch dahin bekommt. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich habe übrigens auch Mods installiert und ich benutze WeMod, damit sich zum Beispiel Gebäude und sowas direkt aufbauen. Werdet ihr gleich sehen. Modliste packe ich unten in die Videobeschreibung, würde ich sagen. Und da steht unser Eingangsbereich. Ist auch gar keine schlechte Position dafür, denke ich. Ich werde mal eben jetzt hier ein bisschen überglätten, damit ich gleich keine Probleme kriege. Und dann geht's weiter. Und dann arbeiten wir hier mal mit diesen Luxuswegen. Finde ich ganz cool. Von der Farbe und von der vom Muster her. Auch immer schön diese Zwischenstücke einbauen. Dann kann man den Weg immer relativ gut verbreitern, wenn man das macht. Habe ich auch immer schon bei Jurassic World Evolution 1 gemacht. Ich baue jetzt einfach drauf los. Ungefähr welche Gebäude ich dahin platzieren will, weiß ich schon, aber das ist eigentlich auch relativ Standard für so einen Parkeingang. Essen, Trinken, Toilette. That's it eigentlich. Soll alles nicht so krass groß werden. Eher so ein kleiner süßer Park. So, wir machen erstmal bis hier. Das ist ganz gut. Und dann verbreitern wir das mal möglichst gleichmäßig. Ich werde hier wahrscheinlich auch noch relativ wenig mit Speedbuild arbeiten im ersten Parkbauprojekt. Weil hier alles noch nicht so kompliziert wird. Später werden dann auch noch aufwendigere Projekte kommen im Canyon und was es da nicht alles für Karten gibt. Und da werde ich bestimmt auch den ein oder anderen Part dann im Speedbuild machen, weil es halt sonst zu lange dauert für euch zum Zuschauen. Aber jetzt gerade machen wir es mal ganz oldschool, so wie wir es früher immer gemacht haben. Schön alles in Realtime. Ganz entspannt. Einfach mal schön bauen. Gemeinsam. So, jetzt löschen wir hier mal die ganzen Zwischendinge. Die sollen hier nämlich nicht mehr bleiben. Sieht doch schon sehr gut aus von der Form. Gefällt mir. Hier kommt dann das erste Gehege hin. Kann man ja schon ganz gut erkennen. Und dann möchte ich hier am Eingangsbereich als erstes Gebäude definitiv eine Toilette haben. Ist ja immer wichtig für so einen Park. Man kennt es, man hat eine lange Anreise. Und dann möchte man natürlich als erstes auf Toilette gehen können. Ja, relativ simpel. Und hier vorne, kriegen wir es noch hin. Ganz schön eng, glaube ich. Essen, Trinken, Läden. Passen wir gleich optisch auch noch an. Das sieht dort besser ins Bild passen. Aber erstmal möchte ich alles platzieren soweit. So, dann haben wir die beiden. Sieht doch ganz gut aus. Dann connecte ich die mal. Abrunden. Das gerade klappt mit dem Bauen. Hätte ich nicht gedacht.
dann sieht man einfach, wie gut dieses Spiel spieletechnisch oder spielerisch funktioniert. Aber liegt auch ein bisschen daran, dass ich natürlich Mods verwende. Dadurch hat man halt keine Probleme mit irgendwelchen Hitboxen oder irgendwelchen Grenzen oder so. Tun mir ja auch immer die Konsolenspieler ein bisschen leid, dass sie solche Mods nicht haben. So Freebuild und sowas. Weil die sind echt für mich mega wichtig für das Game. Ich glaube, ich könnte das nicht mehr spielen ohne diese Mod. Ich habe die seitdem die raus ist auch nicht wieder deinstalliert. Gehört für mich schon fest zum Spiel dazu. Sieht auch schon ganz cool aus. Und hier vorne machen wir dann eine Beobachtungsgalerie hin. Die einen perfekten Blick hoffentlich auf das Gehege gibt. So ist ganz gut. Ihr seht schon, ist alles relativ simpel in diesem Park. Also ist jetzt echt nichts Spektakuläres. Aber simpel ist ja auch nicht immer schlecht, ne? Kann auch echt schön aussehen, wenn man es vernünftig macht. Oh, was ist das denn? Haben wir so eine Kante drin? Jetzt ist sie weg. Sehr schön. Und dann können wir schon den Zaun aussuchen. Fürs Gehege. Können wir mal eben anschauen. Nee, der ist langweilig. Der ist schon besser mit dem Rot, den finde ich ganz cool. Okay, der hat einfach ein bisschen breitere Zwischenstreben. Dann nehme ich diesen hier. Weil ins erste Gehege kommen auf jeden Fall Pflanzenfresser. Ich finde es übrigens schade, dass man hier die Farbe nicht anpassen kann von dem Zaun. Dachte ich früher immer, als ich die ganzen Trailer und so gesehen habe, als das Spiel noch nicht draußen war, dass man das alles anpassen kann. Bin noch ganz cool gewesen. Und ich habe ja auch schon einen Plan, was ich ausprobieren möchte, denn ich will auf der Rückseite keinen Zaun machen, sondern einen Berg mit Klippen. Sozusagen eine natürliche Barriere. Gucken, ob das klappt. Bin ich echt gespannt. Machen wir jetzt erstmal hier die Bäume weg und fangen mal an, den Berg zu zeichnen so ein bisschen. Können wir dementsprechend den Zaun auch nochmal anpassen. Natürlich doof, dass ich hier nicht direkt den Übergang machen kann, weil hier halt Ende im Gelände ist. Oh, nicht zu hoch. Muss auf jeden Fall ein bisschen steil werden, aber wir dürfen auch nicht zu sehr übertreiben. Und dann nochmal schön überglätten schon mal. Und an den Rändern muss ich dann eh nochmal übergehen, damit es schön steil wird. Und jetzt müssen wir hinten ganz viel mit Klippen einkleiden. Vielleicht werde ich hier dann doch einen Speedbuild-Part machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen länger dauern wird. Für solche Sachen ist es, glaube ich, immer besser, das im Speedbuild zu machen. Gerade wenn ich dann nachher die Felsen viel drehen muss. Bin mir noch unsicher, welche Felsfarbe ich nehme. Platziere mal eben alle, die ich zur Auswahl habe. Ich glaube, ich nehme diese hier. Oder eine Kombination aus denen und denen. Zwei verschiedene zu nehmen, ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das hier mit dem Übergang ganz gut hinbekommen. Dass hier schön direkt am Balken losgeht. Wir können jetzt zum Glück auch Felsen ineinander platzieren. Das ist ziemlich praktisch, muss man sagen.
So, sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Und jetzt machen wir mal mit einem unsichtbaren Zaun hier hinten die Klippe einmal schön abstecken. Damit die Lebewesen, die da reinkommen werden, dann auch nicht dort ausbüchsen können auf der Seite. Und dann müsste es eigentlich passen. Ja, dann haben wir hier ein wunderschönes Gehege. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen schöner machen und ein bisschen feiner gestalten. Bin gespannt, wie es gleich aussehen wird. Das ist das erste Mal, dass ich sowas in Jurassic World Evolution 2 mache. Deswegen kein Plan, ob ich damit später dann zufrieden bin oder nicht. Aber das ist ja auch unser erstes Sandbox-Bild. Da muss ja nicht alles perfekt sein. Ist ja auch so ein bisschen testen, ne? Muss man dazu sagen. Hier, glaube ich, so ein bisschen das Ganze feuchter. Hier so ein paar Pfützen und so drin sind, wo die raus trinken können. Das finde ich ganz cool. Ja, so ist eigentlich schon ganz gut. Dann vielleicht auch noch ein bisschen Höhenunterschiede hier reinbringen. Das sind zwar nur so minimale Änderungen hier, die ich gerade mache mit dem Terrain. Aber ich finde, das macht immer schon viel aus. Wenn man so ganz leicht das hügelig macht. Oh, da muss auch noch ein Tor rein. Bevor ich das vergesse. Das packe ich mal hier hinten auf die Seite. So. Da passt eigentlich ganz gut rein. Und dann fangen wir mal an, hier ein bisschen mit Bäumen anzupinseln. Ich schnapp mir da jetzt einfach mal hier diese Bäume und fangen mal an. Ich hoffe, wir kriegen dann auch gleich ein paar Bäume. Weil das ist leider immer noch ein bisschen random geblieben. Einzelne Bäume platzieren kann man gar nicht. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber mit diesem kleinen Tool oder mit dem im kleinen Radius beim Platzieren geht es eigentlich ganz gut. Muss man, glaube ich, nur hartnäckig bleiben, damit an der Stelle auch Bäume kommen, wo man sie haben will. Obwohl, hier kommt jetzt keiner, wo ich da gerne einen hätte. Vielleicht klappt es auch nicht so gut. Sieht aber schon nicht schlecht aus. Aber ich glaube, man kann hier in Jurassic World Evolution 2 gar nichts Schlechtes bauen, weil es alles so schön aussieht von der Grafik allgemein schon. Wir müssen gleich auch noch einen Futterspender machen. Hier vorne will ich eigentlich dann nicht so viel Busch haben. Weil da fahren ja auch mal Jeeps durch, da macht das nicht so viel Sinn. Müssten wir eher so ganz ein bisschen abgefahrener machen, den Boden. So in diese Richtung. Dann mache ich, glaube ich, hier vorne auch nur ein bisschen das weg. So. Sehr schön. Und dann bauen wir mal schnell den Futterspender rein. Da kommen auf jeden Fall... Ach, wir brauchen ja gar keinen Futterspender mehr. Wir müssen jetzt ja immer die richtigen Pflanzen platzieren. Weil ich will hier einen Pflanzenfresser reinmachen. Und das funktioniert ja gar nicht mehr mit Futterspender. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich dann auch die richtigen Pflanzen hier drin habe, dass die essen können. Aber ich kann ja eigentlich alle Anforderungen rausstellen im Sandbox. Das ist ganz gut. Jetzt auch nicht zu sehr übertreiben. Sieht eigentlich schon ganz gut aus, muss ich sagen. Wir müssen aber viel mehr anpinseln. Sieht noch super unnatürlich hier aus in diesem Gehege. Weil ich alles mit dem gleichen Untergrund habe. Müssen wir alles noch so ein bisschen ineinander verschwimmen lassen. Das hilft immer ganz viel. Damit es natürlicher aussieht. Ihr seht schon, ja, das geht direkt in eine bessere Richtung, wenn man hier alles überpinselt. Und wir brauchen noch mehr Felsen hier drin. Auch im Gehege. Wie so am Wasser. Einfach mal wild drauf los platzieren. Kann man eigentlich nicht viel mit falsch machen. Sehr schön. Die Rückwand gefällt mir noch nicht so gut. Da müssen wir noch ein bisschen so in diese Richtung gehen. Sieht aber auch anders aus da, oder? Das hier sieht ein bisschen anders aus. Das ist auch nicht das Terrain. Das ist das hier. Oh. Gut zu wissen. Das heißt, ich könnte damit auch nochmal
Klippen hier überpinseln. Sieht wahrscheinlich nochmal eine ganze Nummer besser aus. Und jetzt noch ein paar Büsche da oben hin, wäre ganz cool. Mit den Pflanzen. Ich glaube, die sind ein bisschen besser. Wieder oben geeignet. Und das wäre jetzt erstmal unser erstes Gehege. Finde ich gar nicht so schlecht. Das ist erstmal, dass wir hier hinten so eine natürliche Barriere verwenden, die wir komplett selbst gebaut haben. Sieht eigentlich ganz cool aus. Fürs erste Gehege ist das doch voll fein. Wir machen jetzt aber weiter. Hätte nämlich gerne hier auch noch ein bisschen Landschaftsgestaltung auf der anderen Seite. Wenn wir hier das Wasser nochmal weiterführen, das wäre ganz cool. Dann hier am Rand auch nochmal ein bisschen felsig. Also ich glaube, man muss halt wirklich viel mit diesen Terrain-Sachen arbeiten, dass die so ineinander verschwimmen, diese ganzen verschiedenen Terrainfarben. Macht, glaube ich, echt viel aus. Ich hoffe echt, dass dieses Kameragewackel nicht zu doll nervig ist, wenn ich im Speedbuild bin. Vorhin schon geguckt, ob man das ausstellen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich das Ganze vorspule für euch, dass das ziemlich anstrengend ist zum Zuschauen, wenn immer die Kamera sich so erschüttert. Gucken wir mal. Machen jetzt erstmal hier ein paar Felsen hin. Ich will auch nicht zu sehr übertreiben mit Objekten. Man weiß ja nie mit FPS, wenn man zu viel platziert. Das ist dann wie bei Planet Zoo irgendwann haben. Dass hier alles laggt. Aber es geht ja schon hier in eine sehr gute Richtung. Ich glaube, so viel brauchen wir da gar nicht hinmachen. Sieht aber auch alles so cool aus in dem Game. Das Game ist einfach echt schön. Ich mag den Grafikstil richtig gerne. Vielleicht ist es, glaube ich, auch echt leicht, schöne Parks zu gestalten. Ich bin mal gespannt, wie eure Parks so sein werden. Ich habe ja jetzt Ich bewerte eure Parks gestartet. Und da bin ich echt gespannt, was ihr so gebaut habt und eingeschickt habt. Die ersten Parks habe ich schon bekommen. Da geht es auch bald losgehen mit Bewerten. Das wird cool. Ja, bei so Wegarbeiten, gerade wenn man mit verschiedenen Wegfarben arbeitet, da will ich immer vorher abspeichern, weil das ist ganz komisch in dem Game. Ich habe es absolut noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Werden wir jetzt, glaube ich, auch echt Probleme mit haben. Bin ziemlich sicher. Ach du Schande, was passiert denn hier? Das ist ja gar nicht schön, was ich hier mache. Aber ihr seht schon, ja, dadurch, dass es keine Rückgängigfunktion gibt, kann das echt schnell schief gehen, was ich hier vorhab. Ich mir das eigentlich anders vorgestellt. Ich muss ich auch so Zwischenstücke setzen. An den richtigen Stellen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wartet mal. Das ist der Trick. Ich muss das aber an Stellen machen, wo ich dann nichts anderes zerstöre. Oh, das sieht gut aus. Okay, man muss immer so Zwischenstücke setzen. Dann ist das clean. Also langsam verstehe ich dieses Wegesystem. Es wird immer besser und besser. Das ist echt gut. Oh, das wollte ich nicht. Ich hoffe, es kommt noch irgendwie eine Rückgängigfunktion in das Game. Das ist echt eine Sache, die ich sehr stark vermisse, muss ich leider sagen. Ich glaube, ich mache hier auch noch irgendein Gebäude hin. Ich glaube, ich mache da mal einen Souvenirladen hin. Könnten die jetzt auch mal anpassen, bevor ich das vergesse. Mal schauen, was wir da so rausholen können. Na gut, diese inneren Anpassungen sind egal. Es geht eher ums Äußere natürlich. Teilweise sind die wirklich minimal, die Änderungen. Das ist dann auch nicht so wichtig. Oh, das finde ich gut. Dann können die sogar noch da oben sitzen, die Leute. Das finde ich mega. Dann mache ich mal die anderen Läden
auch eben so in diesem Stil fertig. Hier werde ich es dann mit dem Eingang der anderen Seite machen, dass es so rum ist. Und dann passe ich das auch mal eben an. Ich glaube, man kann sich ja echt viel mit Kleinkram noch aufhalten. Machen wir mal so. Und dann können wir vielleicht hier hinter gleich noch ein paar Bäume oder so machen. Das finde ich aber gar nicht schlecht, so optisch. Das ist ganz cool. Vor allem, dass die dann da oben sitzen können, finde ich cool. Mach mal hier das Gebäude auch nochmal schnell im gleichen Stil. Fertig. Und so sieht der Laden jetzt aus. Könnt jetzt hier auch noch alle Farben und sowas anpassen. Werde ich aber nicht tun. Ich finde die Standardfarben eigentlich ganz okay. Da werde ich mich dann wahrscheinlich in anderen Parks nochmal mehr austoben. Wir müssen jetzt hier den Übergang auch nochmal ein bisschen gestalten. Da mache ich, glaube ich, einfach so ein bisschen was abschrägen. Dass man da ein bisschen besser rauflaufen kann auf das Gelände von dem Gebäude. Oh, das wollte ich nicht. So ist gut. Und dann müssen wir einmal hier den Weg auch weiterführen. Wir sind jetzt schon so in der Finalisierung. Man kann wirklich viel, viel mehr Details machen als beim ersten Teil. Gerade auch bei diesen ganzen Besucherläden und so. Aber das mit den Wegen klappt so langsam. Da bin ich echt glücklich drüber. Muss aber auch noch hier Lampen und sowas einbauen. Es gibt ja auch noch Deko-Elemente. Habe ich noch gar nicht benutzt. Solche Sachen gibt es ja auch noch. Und auch noch so Sitzplätze, wo man sich hinfläzen kann. Auch noch gar nicht benutzt. Uff. Ich glaube, man kann sich ja wirklich lange an Kleinigkeiten aufhalten. Ich mache jetzt aber mal so ein paar Lampen hier hin, an den Rand. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. In bestimmten Abständen. Dann sieht es auch bei Nacht cool aus. Ist auch nicht schlecht. Mache ich mal nach Augenmaß einfach. Das passt, denke ich. Aber so viele Details muss ich vielleicht dann ab den nächsten Folgen mehr im Speedbuild machen. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es gleich im Schnitt ein bisschen langweilig ist. Kann ich mir vorstellen. Werde ich dann aber herausfinden, wie ich es gleich selber schneide. Keine Sorge, ich werde das dann im Laufe der ganzen Projekte, die wir machen, durch anpassen, dass es besser wird. Das ist für mich auch gerade alles noch neu. Ich würde gerne hier auch noch ein bisschen Busch und so mit reinbringen, wenn das geht. Hier so. Und in dieses Gehege kommen 5 tolle Kasmos. Das ist echt voll der coole Skin. Sieht mega aus. Von den Farben. Und da landet unser letzter Kasmo. Ich glaube, 5 Stück ist auch eine gute Anzahl für die Gehegegröße. Der passt hier mega gut rein in das Gehege optisch. Finde ich richtig cool mit dem Hintergrund. Echt viel nicer, als wenn hier ein Zaun im Hintergrund ist und einfach so Klippen sind. Wo sind wir jetzt hier? Sozialisieren. Kasmos haben voll den coolen Skin. Gefällt mir richtig gut. Gerade dieser Nackenkamm, der sieht echt cool aus. Aber die haben voll die kurzen Stummelhörner. Ihr könnt natürlich auch wieder tolle Namensvorschläge für die 5 Kasmos in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück verewigt ihr euch dann hier in meinem Park. Die ersten Besucher strömen auch schon rein in den Park mittlerweile.
Das ist doch sehr schön. So langsam nimmt das alles Form an. Aber Leute, ich würde sagen, das war's jetzt mit der ersten Folge aus unserem neuen Parkbauprojekt. Wie ich das Ganze nenne, habe ich mir noch nicht überlegt. Seht ihr dann im Videotitel. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen Tag. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute gebaut haben.